mein Gott, der nächste Pate, bist du deppert, ist. Oh mein Gott, das hier ist es, der nächste Pate. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Na dann. Ich sehe mir mal den Turm an. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Ah, ich bin das zu sehr gewohnt von Batman. Man merkt's, wie schnell ich dann auch in die Kampfsteuerung reinkommen bin. Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Oh, mit Skimasken. Los! Wie süß. Pass auf, okay? Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Hi, Jungs. Tja, ich wollte nicht wirklich unbedingt stören, aber nice. Was sollen wir dagegen tun? Du hast probier einfach mal was, würde ich mal sagen. Ah, na sicher gibt's, bis zu einer Stunde. Wo ich mich dann auch wieder gefragt habe, wie würde das Peter essen, wenn... Okay, vielleicht hat er wieder so ein Lösungsmittel mit und so. Hi. Und tschüss. Oh, voll mit dem Knie in die Fresse. Eieieiei. Ah, da will noch einer mitmischen. Wieso schaut uns eigentlich keiner zu, wenn wir Verbrecher bekämpfen? Leute! Hallo, Action? Kann er schon zu? Okay. Immer diese New Yorker. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein. Nope. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Dann spielen wir heute den Spider-Corp. Oh, shit. Da ist wenigstens mal gleich in der Nähe. Ah, Hallöchen. Du bist also der Spitze. Verschwinde, Mistkerl. Spielst du schon ein bisschen anders aus? Ich sag, verschwinde. Ah, sogar mit der Kapuze. Lass mich in Ruhe. Ganz ruhig, Lady. Fass mich nicht an. Hey, Große mit der Kapuze. Ich werde euch jetzt sowas von fertig machen. Oh. Damit habe ich jetzt weniger gerechnet. Oh, jetzt hätte ich mir wenigstens Dach gehabt, einer schlägt mich oder so, kann ich wenigstens besser ausweichen. Aber sind ja anscheinend alles Pussys hier. Was zum Teufel ist das Zeug? Oh, süß, was probiert hat. Oh, da hat seiner probieren aber wollen hier. Oh, tja, voll wird der Fisk. Aber der ist schon im Knast. Oh, wie süß. Wow, nice. Da, da kriegt einer in die Fresse. Ah, da auch noch. Oh, wie süß. Ah, dich habe ich natürlich nicht vergessen, Digi. Ich habe nur gewartet auf die Leiste. Hau ab, oder sie ist tot. Lass mich los. Tja. Oh. Und tschüss.
eins in die Fresse. Sehr schön. Und jetzt Hauptspitzel. Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Okay. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich hab schon lang keine mehr gegessen. Na also. Ich schau mal vorbei. Danke. Ah, cool. Das heißt Spider-Man. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Na dann, Wandlauf. Wenn es verlangt wird, kein Problem. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Den zweiten Kontrollturm. Oh mein Gott. Du kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Natürlich, das können wir doch nie machen. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Ah, da müssen wir das so rauf. Cool. Ich kann die Türme entschlüsseln, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Ah, jetzt müssen wir das noch. Genau. Oh, was haben wir denn da? Volltreffer. Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Das müssen wir herausfinden. Huh. Ich glaube, das warst du. Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Viele davon wohl in der Stadt verstreut sind. Ich würde mal sagen, eine Menge. Definitiv. Eine Menge. Ha, das ist schlecht. Dann kann man zwei. Noch da? Ah, Pizza und Pasta, wie nett. Es gibt einen Überfall, ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Oh mein Gott. Halb Spinne, ganz Korb. Ah, ich glaube eher weniger. Ja, ich würde auch so reagieren. Ah, immer kaputt sind Skimasken. Mach den Safe auf, na los! Wieso können das nicht einfach Masken mal sein? Über Perch? Da! Spider-Man! Knallt ihn ab! Wie sie alle Angst haben vor ihm. Wie nett. Ah, das hat wehgetan. Das ist ein enger Raum hier. Also kannst du nicht wirklich was erwarten, dass ich hier jetzt mein Meisterkampfstil da benutze, aber ja, bitteschön. Voll eingespinnt. Oh, ich würde mal sagen, das sind noch mehr. Noch mehr? Ah, wenn hi. Ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Genau. Oh, den habe ich gleich. Okay, die habe ich gleich alle mit erledigt. Bin okay, nett. Yuri. Ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, Spider-Corp repariert ihn? Ich hab nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Corp, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schau jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Corp ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Corps Unermüdlichen. Yuri, bist du noch da? Ja, die hat definitiv schon längst auf. Haben sie überwältigt. Ein Wahnsinn. Weißt du, was man glaubt, dass die gleich auflegt? Okay. Ein bisschen höher. Dann so. Ja, genau, das musst du nur ein bisschen enger noch. Alles klar. Level up. Neue Stufe. Nicht gut.
Nachher gibt es noch Fotos von meinen drei Brusthaaren. Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Wow. Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? Wunderschön, Leute. Und ich würde sagen, haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao.